Hallo Leute, willkommen zur 28. Folge der Kampagnen von Age of Empires 4. Wir fangen heute an mit der Aufstieg Moskaus und werden dann schauen, wie die Kiewer Rus es schaffen, zu einer großen Nation zu werden, und schauen uns in der kurzen Dokumentation erst einmal an, wieso die Anfänge aussehen, und dann geht's direkt in die Schlacht. Viel Spaß! Heute ist Moskau eine Metropole mit über 11 Millionen Einwohnern. Doch vor 800 Jahren war es ein kleines Dorf am Ufer der Moskwa. Als bescheidene Ansiedlung mit hölzernen Schutzmauern war ihre spätere Größe noch nicht zu erahnen. Oder ihre Fähigkeit, allen Widrigkeiten zu trotzen. Moskau wurde oft angegriffen und zerstört. Doch jedes Mal erhob es sich aus der Asche, stärker und besser geschützt. Seine erste Feuerprobe erlebte Moskau 1238. Damals stand es einem neuen Feind gegenüber, den Mongolen. Moskau wusste nur wenig von der wachsenden Bedrohung in Zentralasien. Genghis Khan, der Gründer des großen mongolischen Reiches, hatte den Großteil des asiatischen Kontinents erobert. Seine Erben fuhren mit der Erweiterung des Reiches fort. Sein Enkel, Batu Khan, führte die Armeen, die später als Goldene Horde bekannt wurden. Ihr Ziel war es, den eroberten Fürstentümern Tributzahlungen abzupressen. Die Staaten der Region, die zusammen die Rus bildeten, fielen einer nach dem anderen an die Goldene Horde. Moskau war das nächste Ziel. 1238 umstellte die Goldene Horde Moskau und belagerte seine Holzmauern. Moskau hielt nur 5 Tage stand. Die Stadt brannte. Das hätte das Ende seiner Geschichte sein können. Doch die Moskauer waren zäh. Sie gaben ihre Heimat ebenso wenig auf wie die Kontrolle über die Moskwa, einer wichtigen Handelsroute. Sie begannen mit dem Wiederaufbau und verstärkten Moskaus Verteidigung. Doch eine Frage stellte sich weiterhin. Würde dieser Schrecken wiederkehren? Moskau stand vor der sicheren Zerstörung, als die Mongolen die hölzerne Stadt fast niederbrannten. Da keine anderen Rus Moskau zu Hilfe kamen, mussten die Bewohner der Stadt selbst die Angreifer vertreiben und die Flammen ersticken. Oh mein Gott! Was ist das für ein geiler Anfang? Los, erschießt sie! Erschießt sie! Was zur Hölle? Boah, geil! Komm, 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 ein bisschen näher ran. Und dann auf den hier. Ja, so muss eine Kampagne sein. Genau so. Mit Mauern. Und mit Mongolen, die man bekämpft. Ach, schön. Cool, cool, cool. Cool, cool, cool. So. Das ist so ein spannender Anfang. Sie hauen ab! Sie hauen ab! Die übrig gebliebenen Mongolen wurden von den beharrlichen Moskowitern davongejagt. So. Oh mein Gott, ja.
einmal hier hin. Meine Güte, hier brennt ja wirklich alles. Nein. Oh, ist das geil. So. So, schneller, 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 los. Oh, cool. Nein, das brennt ab. Schnell, 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 schnell. So. Okay, okay, okay. Wir werden durch. Wir brauchen auf jeden Fall Frischholz. Gehen wir mal nach da. So. Wir werden alles nachher in Richtung Speerträger bauen. Die sind einfach unendlich wichtig. Okay, gleich sind alle Feuer gelöscht. Okay, der Feind müsste irgendwo dahinter sein. Als die mongolischen Reiter vertrieben und die Feuer gelöscht waren, begannen die Moskowiter mit dem Wiederaufbau. Das ist eine schöne Aufgabe. Die Moskowiter wussten, dass sie aus Holz rasch Gebäude errichten konnten, also sammelten sie das benötigte Material im Wald. Ja, cool. So, und wenn das hier erst einmal wieder safe ist, gehen wir auf eine gute Nahrungsversorgung. Es sind keine Steinmauern, okay. Das wäre jetzt nochmal eine Spur drüber. Aber besser als nichts und besser als irgendein Volk, das überhaupt gar nichts baut, so als defensives Bollwerk. Und die Grafik ist einfach schön, ich liebe es. Das ist ein tolles Spiel. Und auch hier gerade die Dokumentation, die war ja so schön. Auch irgendwie so dieser epische Stil mit der Musik dazu. Mega geil. So, was brauchen wir? Jagdhütte. Aus. Das jetzt eigentlich. Haben die keine Mühle? Also wir bauen auf jeden Fall jetzt erst einmal hier ein Feld und dann schicken wir mal ein paar Leute noch runter. Holz holen. Einen darüber. Okay. Schicken wir mal ein paar Speer überall hin. Nur mal kurz gucken, was da alles so ist. So. Schön. Hölzerne Festung. So, wenn wir gleich hier 50 haben, dann geht jetzt alles erstmal in Richtung Felder. Dann haben wir genügend Leute auf Holz erstmal. So, hier sind die Mongolen, mit Sicherheit. Oder, das waren wirklich nur geskriptete Reiter. Und wir leben jetzt hier komplett in Frieden. Bis wir irgendwie die Sachen hier. In den Wäldern rund um Moskau gab es Rohstoffe im Überfluss. Doch dort lauerten auch Gefahren. In den Schatten machten Raubtiere Jagd auf leichte Beute. Ah, Raubtiere. Ja, ja. Peter und der Wolf. So, was finden wir hier Schönes? Gold, yay. Okay, gut. Dann. Da. Sieht aus, als ob die sich hier uns anschließen würden. Bestimmt. Oder? Kommt schon.
Während der Angriffe durch die Mongolen waren etliche Dorfbewohner geflohen. Manche von ihnen versteckten sich noch immer. Die fliehenden Dorfbewohner hatten sich in Jagdhütten im Wald verborgen. Hier konnten die Moskowiter wertvolle Felle abliefern und sich so einen guten Lebensunterhalt verdienen. Ah, ja, ja, ja. Idon! Jedoch! Idon! Gut, Dorf, jetzt! So, alles klar. Dann bauen wir hier noch ein paar Felder. Schicken hier ganzen neuen Leute hin. Und dann gucken wir, was es hier noch alles gibt. Hier ist doch bestimmt. Ah ja, Gold. Da ist auch noch Gold. Wo ist er hin? Hier war noch ein zweiter Typ. So. Komisch. Das war doch nicht der. Was? Zwei Wölfe? Oh Gott. Und 20 Gold dafür. Yes. Okay, dann gehen wir mit dem hier einfach mal so rum. Готов есть. Jedoch. Mit dem hier auch. Ah ja. Dann holen wir erstmal hier mit dem das. Okay. Und als nächstes das. Und jetzt beginnen wir mit den Speerträgern. Okay, wir werden schon wieder angegriffen. Boah, der ist einfach so schnell, der Typ. Wir holen uns erst das Gold. Oh nein, nein. Verdammt. Noch ein zweiter Wolf. Aha. Okay. Attacke! 500 Nahen. Als sich die Stadt aus der Asche erhob, legten die Moskowiter den Grundstein für einen einzigartigen Festungskomplex. Dieses Bauwerk sollte als Kreml Bekanntheit erlangen. Errichten wir den Kreml. So alt ist der. Ach, ich glaube, ich habe letztens mal irgendwas gesehen über irgendeine andere russische Stadt. Bei Arte, meine ich. Und da gab es auch einen Kreml in dieser anderen Stadt. Und dann ist das kein Eigenname, sondern einfach wohl eine Bezeichnung für dieses Wahrzeichen, für diese Sorte Wahrzeichen und nicht nur da in Moskau. Beziehungsweise das Ding könnte auch einfach nur eine Holzvariante sein und dann haben die das einfach immer weiter ausgebaut. Naja. Oh, wir werden uns hier so verteidigen. Wow. Wir brauchen Steine. Wir brauchen sowas von Steinen, aber richtig viele. Ja. Und unser heldenhafter Soldat hat es leider nicht überlebt. Der wird es auch nicht überleben. Dann schicken wir einfach mal zwei Soldaten in den Norden. Dann holen wir uns das dann noch. Cool. So, alle auf das Wahrzeichen. Perfekt.
Noch mehr, juhu. Ja, komm. Egal. Es ist fertig. Juhu. Parkplatz im Schießstand. Начну трудитесь. Люди здесь суть. Устроено будет. Работа, я здесь. Das einst bescheidene Dorf Moskau wurde als aufstrebende Stadt neu aufgebaut. Es waren jedoch ein entschlossenes Militär und ein starker Verteidigungsring vonnöten, um die Stadt vor weiteren Überfällen der Mongolen zu schützen. Ja. Die Moskowiter wussten, dass der Schrecken aus der Steppe jederzeit zurückkehren konnte. Dann wird das auch wahrscheinlich passieren. Nein. Nicht rein. So. Ach. Ja, ja, doppelt hält besser, würde ich sagen. Warte mal. Das gibt doch da, genau, einen Holzteller-Bonus. Dann bauen wir erst einmal. Ja, hier würde ich sagen. Da bauen wir jetzt noch ein Türmchen und hier ein Holzfällerlager. Dann ist das richtig geil. Ach, schön. So, und ansonsten. Die Moskowiter, die bereits von den Mongolen überrascht worden waren, wussten, dass sie jederzeit angegriffen werden konnten. Starke Verteidigungsanlagen erhöhten ihre Chancen, die Stadt zu schützen. Okay. Mehr Bogenschützen. Ja, von hier kommt der Angriff. Dann werden wir es hier einfach richtig pimpen und dann haben wir keine Probleme. So. Marktplatz. Den Schießstand errichten. Das Teil, was ich gerade eben schon gebaut habe, oder? Nee, die haben doch bestimmt. Ja, da. Ist nicht schlimm. Oh, sie kommen. Ja, dann. Alles klar. Es geht wieder los. Nochmal 500 Nahrung. Ah, hier. Da ist noch ein Jagdgitter. So, perfekt. Hier muss noch eine sein. Wo ist denn hier noch eine Jagdhütte? Wo ist da noch eine Jagdhütte? Gehen wir mal da runter. Verrückt. Wahrscheinlich. Hier, irgendwo unten. Gucken wir mal. Люди, служите готовы. Начну трудитесь. Исправляйтесь. So, mehr Bogenschützen. Mehr Speerträger. Наказы будут. Начну трудитесь. So, was geht hier ab? Nein. Oh, verdammt. Ach, so war's von. Dann bauen wir hier noch ein paar Häuschen.
Okay, ihr könnt jetzt mal hier hingehen und da weitermachen. Dann lassen wir euch als Notfalltruppe einfach da. Okay. Gut. Schön, er schläft. Womit habe ich das verdient? Okay, sie kommen. Gut, gut, gut. Dann schnell darüber. Dann machen wir es immer so. Brückenwächter. Der soll mal kurz aufpassen. Ja, perfekt. Tschüss, Mongolen. Wundervoll. Und dann schicken wir die einfach da. Los! Wir müssen unsere Leute auch ein bisschen pimpen. Dann machen wir das so schnell. Was ist das? Wie nett, das ist. Ich muss gar nichts. Warum baue ich überhaupt irgendwas? Das ist eigentlich alles vorhanden. Okay. So. Was mache ich jetzt mit denen hier? Gehen wir hier hin? Kostet 25 nur? Ach, wie nett. Okay, cool. Also ihr passt da oben auf. Alles klar. Dann haben wir hier ein paar Brückenwächter. Okay, die Mongolen kommen gleich. Als die Moskowiter die unheilvollen Schläge der mongolischen Kriegstrommeln hörten, rüsteten sie sich für einen weiteren Überfall. Aha. Wehren Sie die Mongolen ab. So, das heißt doch, könnte... so ein paar Sachen hier verbessern. Gleich kommen sie, gleich kommt der Feind, oh mein Gott. Aber wo ist nur... Vielleicht da? Ach, guck mal. Eieieiei. Okay, krass. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, gut. So, und dann schanzen wir uns hier an der Stelle. Perfekt. Da kämpft, los, meine Freunde. Du gehst doch jetzt wirklich nicht drauf. Oh Gott. So, wo ist bitte schön? Egal. Okay, die sind Todes. Da noch mehr Infanterie. Okay. Also wir schaffen das auf jeden Fall. Ja. Raus, rennt rein in die Festung. Ja, genau da wollte ich euch haben. Wow.
Perfekt, genau so muss es sein. Ja, mehr. Meine Brückenwächter, oh nein. Ja, komm. Das schaffen wir irgendwie. So, dann verkaufen wir mal kurz ein bisschen Nahrung. Genau so läuft das. Attacke! Ja, das war's gleich. Man sieht ja vor wie ein Engländer bei den ganzen Bogenschützen hier. So. Da kommen schon wieder ein paar Leute, aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. Attacke! So, alles klar. Ah ja, das hier übrigens nur zur Info, das war so eine kleine Mini-Mauer, dass sie nicht direkt frontal hier rübergehen. Hier so an der Seite vorbeilaufen, das habe ich gewusst, das war aber nicht relevant. So. Ich meine, ist klar, dass hier überall Mongolen kommen. Ja, erledigt. Und die noch und dann war's das. Nice. Und bitte keinen am Leben lassen. So, der Letzte. Der Letzte. Der Letzte. Die Moskowiter hatten ihre neu erbaute Stadt erfolgreich gegen den Überfall der Mongolen verteidigt. Nun, da Moskau in der Lage war, sich selbst zu verteidigen, versuchten seine Herrscher, ihren Einfluss auf neue Gebiete auszuweiten. Wow, das war eine wunderschöne allererste Mission für diese Kampagne. Sie hatte einfach alles, was man braucht. Mauern, Felder, keine Schafe. Einfach wunderschön und dass man dann auch gegen die fiesen Mongolen kämpfen muss. Ach, cool. Ich freue mich schon auf die nächste Mission und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao.